Lieber Nette, vielen Dank für diese freundliche Einführung. Ich darf sagen, das Glück, hier in Göttingen zu sein, ist ganz meinerseits. Und Sie haben gemerkt, in wie viele Schwimmbecken man hier reinspringen kann. Und um die nautischen Metaphern etwas weiter zu treiben, wie glücklich man hier mit anderen sozusagen im Meer der Geisteswissenschaften schwimmen kann. Ich freue mich, hier zu sein und freue mich, heute Abend zu Ihnen sprechen zu dürfen. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Studierende. Arbeit am Mythos ist keine Hauptbeschäftigung für einen Patristiker. Das hat zwei auf den ersten Blick durchaus einleuchtende Gründe. Zum einen sind meine Gewährsleute, die christlichen Autoren der Antike, nicht für konstruktive Arbeit am Mythos zu haben. Zu harsch und zu entschieden wird hier meist eine positive Bezugnahme auf nichtchristliche Mythologie abgelehnt. Stattdessen wird die Einzigartigkeit der Offenbarung Gottes in seinem Sohn Jesus Christus herausgestellt, der alle anderen Mythen erledigt habe. Mythologisch denken nur die anderen, griechische und römische Heiden oder, noch schlimmer, deviante Christen wie die Gnostiker. Zum anderen hat es in meinem Fach Tradition, die Arbeit am Mythos dem Neuen Testament zu überlassen. Haben doch die Neutestamentler primär sich mit der religionsgeschichtlichen Einordnung Jesu Christi zu befassen und die Botschaft des Neuen Testaments zu entmythologisieren. So ein Schlagwort, das Rudolf Bultmann 1941 aufbrachte und das in den 60er Jahren für erhebliche Diskussionen zwischen wissenschaftlichen Theologen und eher frömmeren Christen geführt hat. Das heißt, entmythologisieren, mythisch geprägte Sprache zu entschlüsseln, oder wie man es heute eher sagen würde, die narrative Spezifik, also die Erzählsituation und die Funktion des Mythos zu würdigen. Mit einer neueren Definition von Gerhard Selin kann man sagen, der Mythos hat die Aufgabe, Identität zu stiften, kulturelle Einheit zu fundieren und Werte zu begründen. Diese Definition entstammt dem Lexikon Religion in Geschichte und Gegenwart und wie es der Situation, wie ich sie angedeutet habe, entspricht. Nach dem Abschnitt über das Neue Testament geht man sofort zur Religionsphilosophie über, von der Patristik, von Annäherungen an den Mythos, von Distanzierungen vom Mythos. In der Zeit der alten Kirche erfährt man hier nichts. Nun wäre es fatal, den Kirchenvätern auf den Leim zu gehen und aus der Ablehnung der antiken Mythen im Plural zu schließen, dass sie selbst keinen Bedarf für den Mythos im Singular gehabt hätten. Und nicht nur auf den Begriff, sondern auch auf die Funktion des Mythos, nämlich Identität zu stiften, Werte zu begründen, verzichten könnten. Sieht man näher hin, dann ergibt sich für diese Einzelfrage dieselbe Antwort wie für das Verhältnis von Christen und Heiden insgesamt. Die scharfe Unterscheidung zwischen zwei vermeintlichen religiösen Optionen wird in der Forschung nicht mehr mit derselben Werf vertreten wie noch vor ein paar Jahrzehnten. Weil eine trennscharfe Identifizierung von Christen und Nichtchristen, vulgo Heiden in den antiken Quellen dann meist, also aus christlicher Feder, als noch Nichtchristen angesehen, weil eine solche trennscharfe Identifizierung fraglich geworden ist. Es gibt zwar genügend Hinweise von patristischen Theologen, man möge die Heiden meiden. Aber wie die Höhenheiligtümer im Alten Testament, so gehören auch die paganen Tempel zur Lebenswelt der antiken Christen. Und nur deshalb war diese redundante und scharfe Abgrenzung überhaupt notwendig. Das gilt nun, auf den Mythos heruntergebrochen, ganz klar auch für eine vermeintliche Grenze zwischen dem Mythos der Heiden und dem Logos der Christen. So oft die patristischen Autoren auch betonen, wenn man bei einem Christen noch mythische Denkweisen finde, sei das entweder eine subkutane Infiltration aus der heidnischen Umwelt oder es seien nicht überwundene geistige Prägungen von Leuten, die eben mal in die heidnische Schule gegangen seien. Diese Idee bildet die Wirklichkeit der spätantiken Religionsgeschichte nicht zureichend ab. Sie kann vielmehr, so der amerikanische Religionswissenschaftler Jonathan Seth Smith, selbst als Mythos gelten, als ein protestantischer Mythos, nämlich als die reformatorische Idee einer reinen Urkirche, die später eine Korruption erlitten habe, in dem von außen fremde Denkformen eingeströmt seien.
die aber einen intakten Kern bewahrt habe, den man nun von seinem römisch-katholischen Überbau wieder befreien müsste. Ein Teil dieses protestantischen Mythos sei, so Smith, die Leugnung der Übereinstimmung christlicher Erzählweisen mit denen der Mythen der Antike. In dieser apologetischen Haltung, die wissenschaftlichen Ansprüchen nicht genüge, dürfe man nicht verharren. Und ich zitiere in Übersetzung: Die Kategorie Mythos, wie auch immer sie dann definiert wird, als auf die Christusgeschichte anwendbar zu akzeptieren und auf diese Weise Gleichrangigkeit mit nichtchristlichen Quellen zu etablieren, ist eine Grundvoraussetzung für vergleichende Forschung. Jeder Versuch, dieser Forderung und ihren Konsequenzen auszuweichen, macht das ganze Unternehmen notwendigerweise irrelevant. Da ich nun weder Sie mit einer irrelevanten Vorlesung belästigen, noch mich dem Vorwurf der Irrelevanz aussetzen möchte, nehme ich diese Herausforderung an. Grundsätzlich, das habe ich in verschiedenen Arbeiten versucht, indem ich das Christentum in die Religionsgeschichte seiner Zeit einzeichne, und heute ganz konkret, indem ich die Leistungsfähigkeit des Begriffs Mythos im Plural und im Singular für die Wirklichkeitswahrnehmung des Christentums heuristisch erproben möchte. Ich werde zunächst Distanzierungen, Kritik an Mythen im Plural aus christlicher Sicht behandeln, sodann Annäherungen, das heißt konstruktive Bezugnahmen auf Mythen in den Blick nehmen und schließlich fragen, wie und wo im spätantiken Christentum der Mythos im Singular seinen Ort hatte. Ein erster Blick in die Quellen bestätigt den Eindruck, die christlichen Autoren der Spätantike hätten das Wortfeld Mythos, Mythologie nur mit spitzen Fingern angefasst, um sich sogleich davon zu distanzieren. Mit dem Zitat im Titel meines Vortrags, nicht mutige, sondern Flüchtlinge bedürfen des Mythos, bestritt Gregor von Nazianz in der zweiten Hälfte des 4. Jahrhunderts den Wahrheitsgehalt der Odyssee und die Möglichkeit einer Rettung der Texte Homers durch allegorische Auslegung, womit man schon seit langem dem Vorwurf des Anthropomorphismus und damit letzten Endes des Atheismus zu wehren versucht hatte. Für Gregor, einen Bischof und Rhetor, war klar, die alten Göttermythen sind sinnentleert und für die Christen sogar gefährlich. Das war keine rein akademische Debatte. Gregor wandte sich konkret gegen Kaiser Julian, der bis zu seinem plötzlichen Tod im Jahr 363 versucht hatte, die griechische Religion, wie er sie verstand, samt ihren Traditionsbeständen wieder zu einer lebensbestimmenden Größe des Heidentums zu machen. Ich zitiere: Für Homer und Hesiod und Demosthenes und Herodot und Thukydides und Isokrates und Lysias waren die Götter Führer zu jeglicher Bildung. Ein Unding ist es deshalb nach meiner Auffassung, dass die Interpreten ihrer Werke den von ihnen verehrten Göttern die Ehre verweigern. Für Julian war es konsequent, Christen vom Beruf des Lehrers auszuschließen, wie es ein Edikt vom Juni 362 vorsah. Denn wer sich als Interpret oder wie Julian sogar sagen kann, als Prophet der alten Weisen gerierte, der müsste auch deren Ehrfurcht vor den Alten teilen. Die Ehrfurcht vor den Alten und damit die Ehrfurcht vor den Göttern. Wenn nicht, dann soll er eben in den Kirchen der Galiläa Matthäus und Lukas auslegen, die offensichtlich hier als literarisch minderwertig angesehen werden. Julian sah also einen Zusammenhang zwischen der literarischen Form und den mythologischen Inhalten der Schultexte. Er glaubte, dass Rhetorik und Tempel Geschwister seien, die er beide wieder zum Leben erweckt habe. So attestierte es ihm der Rhetor Libanius. Umgekehrt sei die Unbildung die Schwester der Gottlosigkeit. Pointiert gesagt, nur wer die alten Mythen verinnerlicht hat und sie nicht nur als Literatur, sondern als Zeugnisse der Götterverehrung anerkennt, ist ein echter Hellene. Die Christen dagegen geben ihre selbst erdichteten Mythen fälschlich als göttliche Wahrheit aus. Gregor von Nazianz und viele Zeitgenossen reagierten empört. Mythos und Redekunst in dieser Weise aneinander zu knüpfen, sei eine Usurpation der Bildung, Zitat, die allen vernunftbegabten Wesen gemeinsam gehört. Die Invektiven gegen Julian, die noch Jahrzehnte nach seinem Tod geäußert wurden, erklären sich auch daraus, dass der Kurzzeitkaiser den Finger auf einen empfindlichen Punkt gelegt hatte,
Schon Tertullian bestritt um 200, dass Christen Lehrer sein könnten, weil sie dann, wie er sagte, die heidnischen Götter verkünden, ihre Namen und die Abstammung nennen und die jeweiligen Mythen und Ehrenattribute erklären müssten. Tertullian war christlicher Theologe, forderte also letzten Endes dasselbe wie Julian, denn, so Tertullian weiter, bei Dichtern wie Homer und Vergil sei, Zitat, alles unwürdig, weil alles schändlich ist, was sie über die Götter sagten. Besängen doch die Poeten die Götter mit menschlichen Leidenschaften. Ein halbes Jahrhundert zuvor, um 150, erklärte der christliche Philosoph Justin, wer erfundene Mythen tradiere, biete der lernenden Jugend nur ungeheuerliche Geschichten, ohne jeden geistigen Nährwert. Seien diese Mythen doch nur vordergründig von ehrwürdigen Dichtern, tatsächlich aber von Dämonen zur Verführung der Menschen ersonnen worden. Freilich leisteten offenbar nur wenige Angehörige der lernenden Jugend dieser Aufforderung Folge. Denn die Kenntnis der Klassiker bei christlichen Autoren ist bemerkenswert. Eine Ausnahme ist der Einsiedler Antonius, der Begründer des Eremitentums, der schon, wie wir lesen, als Kind in den Buchstaben nicht unterwiesen werden wollte, damit er nicht erleiden müsste, mit den albernen Fabulae, den Fabeln der Kinder, konfrontiert zu werden. So sagt es die lateinische Übersetzung der Vita Antonii, die kaum zufällig hier vom griechischen Original aus der Feder des Athanasius abweicht, denn im Original will Antonius vom Umgang mit anderen Kindern verschont bleiben, um unverbildet im Hause des Herrn zu leben. Es wird also in der lateinischen Übersetzung eine Spitze gegen die Bildung und gegen die Mythen, gegen die Fabulae eingebaut. Und es ist nicht ganz zufällig, dass zwischen der Abfassung der Vita um 360 und der Übersetzung ins Lateinische um 370 eben Julians Plan einer Restaurierung der alten Mythen, einer Wiederbelebung der heidnischen Religion steht. Das reichte, um eine traditionelle Mythenkritik im Christentum neu zu beleben. Freilich, dass die Dichter die Mythen nicht aus göttlicher, sondern dämonischer Inspiration niedergeschrieben hatten, war für die christlichen Autoren seit jeher klar. Der eben erwähnte Märtyrer und Philosoph Justin erklärte in seiner Apologie um 150 die zahlreichen Ähnlichkeiten zwischen Mythen und christlichen Lehren damit, dass die griechischen Autoren aus Mose und den Propheten geschöpft hätten. Dieser Altersbeweis sollte die Ancienneté und damit die normative Priorität der christlichen Philosophie sichern. Und er wird dadurch abgestützt, dass die Dichter bei ihren Plagiaten von Dämonen inspiriert wurden, die damit als die eigentlichen Mythopoeten, als die Mythenschöpfer entlarvt werden. Ich zitiere Justin. Als die bösen Geister von der durch die Propheten verkündeten Ankunft Christi und von der Bestrafung der Gottlosen durch Feuer hörten, brachten sie die Sage auf von vielen dem Zeus geborenen Söhnen. In der Meinung, sie könnten es so fertigbringen, dass die Menschen die Geschichte von Christus für ein Wundermeer und für ähnlich den Erzählungen der Dichter hielten. Und diese Sagen wurden verbreitet bei den Griechen und bei allen Heidenvölkern, da die Dämonen die Weissagung der Propheten kannten, dass Christus bei diesen, bei den Heidenvölkern, mehr Glauben finden würde. Dass sie aber die Vorhersagen der Propheten zwar hörten, aber nicht genau verstanden und wie im Dunkeln tastend die Geschichte unseres Christus nachäfften, werden wir nun klar machen. Justin bringt im Folgenden Beispiele. Aus der Vorhersage in Genesis 49. Der Messias bindet an einen Weinstock sein Füllen und wäscht sein Gewand im Blut der Traube, konstruierten die Dämonen den Mythos des Dionysos, des Erfinders des Weinstocks, der zerrissen worden sei und sogar in den Himmel aufgefahren sei, und leiteten weiterhin den Himmelsaufstieg des Bellerophon auf Pegasus daraus ab. Aus der Jungfrauengeburt, Jesaja 7, entstand die Perseus-Sage. Aus dem Psalmwort, stark wie ein Gigant wird er den Weg durchlaufen, Psalm 18, die Geschichte von Herakles. Und aus den Krankenheilungen und Totenerweckungen Jesu, die Gestalt des Asklepios. Alles also abgekupfert. Nur an die Kreuzigung hätten sich die Dämonen nicht daran gewagt, die in symbolischer Weise vorherverkündigt worden sei. Das habe das Begriffsvermögen der Dämonen schlicht überstiegen. In seinem Dialog mit dem Juden Tryphon bemerkt Justin, diese Anstrengungen seien im Übrigen vergeblich gewesen.
Denn durch das, was der sogenannte Teufel in trügerischer Nachäfferei unter den Griechen erzählen ließ, ist mein aus der Schrift geschöpftes Wissen und mein Vertrauen auf die Schrift noch befestigt worden. Das Grundmuster dieses Altersbeweises wird also dadurch plausibel, dass Mythos mit Pseudos konnotiert ist. Mythen sind unglaubhafte, bestenfalls märchenhafte, schlimmstenfalls betrügerische Geschichten. Tertullian bezeichnet die Inkarnation einmal ironisch als Mythos, als Fabula. Die Menschwerdung Christi sei euren Mythen ähnlich, sagt er, die nur deshalb verbreitet worden seien, um die Wahrheit des christlichen Mythos vorab zu diskreditieren. Subtiler im Duktus, aber ebenso entschieden in der Sache, wendet sich Clemens von Alexandrien gegen Orpheus, dessen Gestalt in der frühchristlichen Kunst als Präfiguration Christi erscheinen konnte. Nach diesem Mythos Hellenikos, nach diesem griechischen Mythos, habe irgendein Thraker, Orpheus wird nicht einmal genannt, durch seinen Gesang Tiere gezähmt und Bäume verpflanzt. Orpheus sei freilich nichts als einer, Zitat, der Betrüger, die unter dem Deckmantel der Musik Unheil über das Menschenleben brachten und selbst von kunstvoller Zauberei wie von einem Dämon besessen waren. Tatsächlich sei Christus der wahre Orpheus, der die wildesten Tiere überhaupt, nämlich die Menschen, gezähmt habe und Stein und Holz, nämlich die Unvernünftigen, bekehrt habe. Christus wird Orpheus also diametral entgegengesetzt. Aus Clemens Sicht ein notwendiger Widerspruch, wenn Orpheus eben zeitgleich in Analogie zum ermordeten Christus gesehen werden konnte. Im Gegensatz zu den Poeten der Dämonen war Christus gekommen, um die Herrschaft der Dämonen zu brechen und alle Menschen unter das sanfte Joch der Frömmigkeit zu bringen. Dazu war ihm, wie ein Jahrhundert später Eusebius von Caesarea ausführt, die Musik eine Hilfe. Nicht indem Christus sich wie der mythische Orpheus eines seelenlosen Instruments bedient hätte, sondern indem er den Leib des Menschen zum Anstimmen der heilvollen Musik benutzte. Man möge also, wie schon Platon forderte, die Dichter auf ihren Musenbergen einsperren. Christus erscheint als der wahre Orpheus, dessen Mythos als längst überwunden werden kann, gelten kann und vielleicht gerade deshalb, so eine Vermutung von Christoph Marx schießt, in Katakomben als beliebtes Motiv der christlichen Kunst ganz unbefangen rezipiert werden konnte. Freilich, Orpheus bleibt selbst bei Clemens von Alexandrien nicht einfach nur der Bad Guy, wie man heute sagen würde. Der tragische Hierophant, also der Priester, verlautbart ja irgendwann einen Widerruf, sagt Clemens, weil er nämlich, Zitat, mit der Zeit zu der Erkenntnis gelangt war, dass er im Irrtum befangen war. Ein anonymer Apologet des 4. Jahrhunderts zählt dann Orpheus, neben Homer, Solon, Platon und Pythagoras, unter diejenigen griechischen Lehrer, die von Mose gelernt und dadurch ihre Auffassung von den Göttern korrigiert hätten. Orpheus sei vom ersten Lehrer eures Polytheismus zum Verkünder des einen und einzigen Gottes geworden. Eine solche Vereinnahmung ist nun eigentlich kaum harmloser als die Polemik gegen die dämonisch inspirierten Mythen. Aber damit haben wir schon eine christliche Annäherung an den Mythos in den Blick genommen. Und damit wollen wir, wie angekündigt, jetzt in einem zweiten, größeren Abschnitt fortfahren. Den Begriff des Mythos haben Christen, wie gesagt, nur selten in positiver Weise rezipiert. Und wenn, handelte es sich kaum um Vertreter des Mainstreams. Als einer der wenigen mythenliebenden Theologen, so bezeichnet er sich selber, gab sich Synesius von Kyrene zu erkennen, 5. Jahrhundert, der seine Wahl ins Bischofsamt nur unter der Bedingung anzunehmen bereit war, dass er weiterhin der Philosophie frönen dürfe. Das schloss für ihn ein, Zitat, das, was ich zu Hause philosophisch sage, in der Öffentlichkeit in Mythen verhüllt zu lehren. Mythen haben hier die positive Funktion, Heiliges vor der Profanierung zu schützen, ja dafür sogar vordergründig Lügen zu verbreiten, um die wahre Erkenntnis für die Ohren des Volkes annehmbar zu machen. Hinzuweisen ist auch auf eine Notiz bei dem Kirchenhistoriker Sokrates, auf die Herr Kollege Nesselrath vor einigen Jahren zuerst hingewiesen hat. Hätte Kaiser Julian sich nur eingehender um die Glaubensinhalte des Christentums und deren Logoi Mystikoi bemüht, hätte er auch diese als sakrale Mythen, als Hieroi Mythoi, erkannt.
also die Haupttexte des Christentums, als Mythen. Aber diese positive Bezugnahme steht weithin isoliert. Blickt man nun genauer hin, ergeben sich verschiedene Diskursfelder, in denen sich christliche Mythenrezeption oft im Modus der Transformation vollzog. Ich muss auswählen und übergehe daher den großen und spannenden Bereich der sogenannten Gnosis, in der Rekonstruktionen antiker Mythen und, sit venia verbo, des neutestamentlichen Christusmythos eine vielgestaltige Symbiose eingegangen sind. In Abgrenzung gegen diese und andere Heretiker wurde wiederum auf mythologisches Material zurückgegriffen, zum Beispiel darauf, dass die Giganten die traditionellen Götterfeinde Theomachoi seien. Markion, frühes 2. Jahrhundert, erscheint bei Clemens von Alexandrien als ein gottbekämpfender Gigant. Ebenso ließe sich die am Beispiel des Orpheus zitierte Aneignung von Mythen anhand anderer Motivkomplexe erweitern. Dazu gehören Demeter und Persephone, von denen haben wir hier schon einiges gehört, ebenso wie der zum Schutz vor dem Sirenengesang an den Mastbaum gefesselte Odysseus, der eine ambivalente Einschätzung erfährt. Clemens von Alexandrien greift die schon bei Homer vorliegende Deutung der Sirenen als Symbol der Paideia auf. Bei Ovid, etwas näher dran, sind es die Doctae Sirenes. Und tadelt Christen, die sich die Ohren verstopfen, anstatt sich der Wissenschaft mutig zu nähern und sich von dieser, Zitat, auf den Heimweg zur Philosophie führen zu lassen. Hier wird also Odysseus als jemand bezeichnet, der sich in falscher Weise verhält. Andernorts kann Clemens den Odysseus aber als Vorbild darstellen, der sich an den Mastbaum fesseln lässt, um verderbliche Lüsten, konkret der Macht der Gewohnheit, zu entgehen. Wo der Mast als Symbol für das Kreuz Christi verstanden wird, wird Odysseus zum mythologischen Vorbild der Kreuzesnachfolge und macht so einen der Haupttexte des Schulunterrichts für Christen theologisch lesbar. Die Deutung des gefesselten Odysseus am Mastbaum als Inkorporation Christi leitet über zu der Frage, bei der ich etwas ausführlicher verweilen möchte. Wie rechtfertigten Theologen, dass sie in ihren Schriften oft mit Mythen oder Mythenversatzstücken argumentierten, obwohl diese doch heidnisch und für die lernende Jugend verderblich und überhaupt für alle Christen gefährlich seien? Ein Beispiel aus dem 4. Jahrhundert kann die Frage verdeutlichen. Ambrosius von Mailand, Bischof, gestorben 397, Bekämpfer der sogenannten Arianer. Ambrosius von Mailand vergleicht in seiner Schrift De Fide ad Gratianum, also über den Glauben an Kaiser Gratian, die arianische Häresie mit der Hydra. Die Ketzerei wachse aus ihren Wunden immer wieder nach. Und mit der Skylla, die, Zitat, die Armen, die sie im Meer der Gottlosigkeit zwischen den Trümmern ihres Glaubens herumtreiben findet, mit den grausamen Zähnen ihrer verwerflichen Lehre zerfleischt. Ambrosius mahnte, an der Höhle der Skylla gleichsam mit verschlossenen Ohren vorbeizugehen und dazu, Zitat, wie gute Steuerleute die Segel des Glaubens aufzuspannen und die biblischen Schriften der Reihe nach noch einmal durchzulesen. Hier sind wir also wieder mitten in den nautischen Metaphern. Man kann sich leicht vorstellen, dass unbedarftere Zeitgenossen fragten, weshalb ihr Bischof nicht sogleich mit der Schrift beginne, statt so einen umständlichen mythologischen Anfahrtsweg zu nehmen. Und das wurde Ambrosius auch ganz konkret von seinem arianischen Gegenspieler, Bischof Palladius von Ratiaria, vorgeworfen, der ihn zum Verzicht auf die Mythologie mahnte. Ich zitiere, lass diesen monströsen Vergleich, mit dem du deine geschwätzige Rede zum Lobpreis der literarischen Kunst garniert hast. Verabschiede dich von den Wundermärchen, deren ausgefeilte, aber eitle Erzählung deinen Glauben schiffbrüchig hat werden lassen, und komm endlich wieder zu Verstand. Das heißt zur Einsicht in die Wahrheit, von der dich die lügnerische und gottlose Mythologie abgebracht hat. Erforsche die göttliche Schrift, die du vernachlässigt hast, damit du unter deren frommer Führung es vermeidest, zuletzt in der Hölle zu vergehen. Ambrosius, einer der großen Exegeten des 4. Jahrhunderts, bekommt also vorgeworfen, die Schrift vernachlässigt zu haben. Er nahm diese Kritik ernst und ging in einer späteren Stelle des umfangreichen Werkes an Gratian ohne Nennung des Kritikers auf diesen Einwand ein. Noch ein Zitat. Wir haben den Vergleich mit der Hydra und der Küste der Skylla eingeführt, um auf die wieder aus dem Grab erstandene Pflanzschule des Unglaubens hinzuweisen, also auf die arianische Häresie, vor der man sich in Acht nehmen muss, oder vielmehr auf die berüchtigten Schiffbrüche.
Wenn deshalb einer glaubt, dass die Ausgestaltung einer derartigen Argumentation, die von den Geschichten der Dichter entlehnt ist, unerlaubt sei, und weil er am Inhalt, nämlich dem Glauben, nichts gefunden hat, was er tadeln könnte, irgendetwas an der Sprache bemängelt, soll er anerkennen, dass nicht allein die Ansichten, sondern sogar einzelne Verse von Dichtern in die göttlichen Schriften eingefügt sind. Die Kritik des Palladius trifft also nach Ambrosius' Auffassung in zweifacher Hinsicht nicht zu. Einerseits enthält selbst die Bibel mythologische Zitate und Begriffe. Ambrosius nennt zugleich das Zitat aus einem Werk des Aratus in Apostelgeschichte 17, in der Areopagrede des Paulus, der sich hiermit, wie Ambrosius sagt, im prophetischen Brauch geschult ein Zitat an sich gerissen habe. Er nennt sodann die Erwähnung der Giganten in den Büchern Numeri und Hiob, der Titanen in 2. Samuel, das heißt alles Stellen aus der Septuaginta, und schließlich auch der Sirenen, die in den Büchern Jesaja und Jeremia in der Septuaginta-Version genannt werden. In der Vulgata-Version im frühen 5. Jahrhundert sind sie interessanterweise wieder verschwunden. In den früheren lateinischen Bibelübersetzungen ist der Gebrauch ganz uneinheitlich. Die göttlichen Schriften genau zu lesen, heißt also, sich dieser Verwendung mythologischer Terminologie bewusst zu werden und sie sich mit gebotener Sorgfalt anzueignen. Andererseits werden diese Mythologeme, Versatzstücke zwar gebraucht, aber stets auch relativiert. In Jeremia 27, 39, Septuaginta, sind die Töchter der Sirenen, die in Babylon wohnen werden, so Ambrosius, quasi die alten Mythen über die Zügellosigkeit, welche am klippenreichen Ufer des Lebens einen süßen, jedoch todbringenden Singsang von sich zu geben scheinen, um die Herzen der Heranwachsenden gefangen zu nehmen. In ähnlicher Weise versteht ein anonymer Jesaja-Kommentator Jesaja 13, 21, wonach ebenfalls, Zitat, Sirenen in Babylon wohnen werden, als ein Sinnbild für die Wollust, die eine Rückkehr in die wahre Heimat verhindert, sodass dem Menschen die Ohren jucken und er das Gehör von der Wahrheit abwendet und sich den Mythen zuwendet. Das heißt, genau in der Weise den Einflüsterungen der Irrlehrer verfällt, wie sie der Apostel schon in 2. Timotheus 4, 4 beschreibt. Ambrosius und seine Zeitgenossen plädierten also dafür, dass solche Annäherungen an den Mythos nur unter strengen Sicherheitsvorkehrungen geschehen dürften. Dass sich auch alle Beteiligten daran gehalten hätten, behaupte ich damit nicht. Bei Hieronymus zum Beispiel, dem Bibelübersetzer, Briefschreiber und Polemiker von hohem Rang, gibt sich ein Autor zu erkennen, der mit seiner profunden klassischen Bildung nicht hinter dem Werk hält, sondern sie bei jeder sich bietenden Gelegenheit einsetzt und keine Berührungsängste mit mythologischen Namen, Begriffen und Motiven kennt. Und immerhin hatte schon der vorhin erwähnte Apologet Justin den Anspruch erhoben, alles, was bei allen gut gesagt ist, gehört uns Christen. Und dazu gehörte auch die Literatur der klassischen Antike, sofern man sie als Literatur betrachtete. Seien es sorgfältig begründete oder ganz umstandslos vorgenommene Rezeptionen. Christliche Autoren der Spätantike nahmen Annäherungen an den Mythos vor, indem sie seine religiöse Bedeutung isolierten, diese explizit oder implizit für erledigt erklärten und den Mythos als literarisches Phänomen wahrnahmen. Das war keine christliche Innovation. Tertullian schon beklagte, seine Zeitgenossen priesen Mythen und Poeten als notwendige Gegenstände der Bildung, aber, Zitat, so oft wir dann auf die Erbärmlichkeiten, Schändlichkeiten, Grausamkeiten der Götter losziehen, so verteidigt ihr sie, es seien ja Sagen, unter Berufung auf die dichterische Freiheit. Bei Augustin wird diese Alternative in durchaus kreativer Weise überwunden. Zwar dürfe man Vergil keinen Glauben schenken, wenn er erzähle, dass Radamantis in der Unterwelt die Verstorbenen verhöre und verurteile. Man möge aber nicht aus der Aeneis schließen, dass der Verfasser dieser Schrift das selber geglaubt habe. Bei aller Kritik am Grammatikunterricht, in dem solche Dichtungen behandelt wurden, konnte Augustin im Rückblick doch konstatieren, Vers und Dichtung weiß ich immerhin in echte Nahrung umzusetzen. Und wenn ich die fliegende Medea auch besang, so gab ich sie doch nicht für geschichtlich aus. Anders als die Torheiten der Manichäer einer christlichen Gruppe, denen er allzu lange geglaubt habe. Christliche Freiheit ermöglicht danach eine kritische Unterscheidung. Man solle nicht die Musik,
die, Zitat, nützlich zum Verständnis der Heiligen Schrift und zur Erfassung des geistigen Sinnes nützlich sei, meiden, nur weil den Musen ein mythischer Ursprung zugeschrieben werde. Das habe bereits Varro, definitiv kein Christ, sondern nach Augustin, der in solchen Dingen unter den Heiden Gelehrteste und Wissensdurstigste, widerlegt. Eine solche Entmythologisierung war schon von heidnischen Denkvoraussetzungen her geboten. Um wie viel mehr muss sie dann der Christ mutig angehen und sich zum Beispiel von der Legende, dass der göttliche Merkur die Buchstaben erfunden hatte, nicht davon abhalten lassen, sie zu lernen und bewusst einzusetzen. Im Blick auf die weitere Geschichte des christlichen Schrifttums eine recht weise Entscheidung. Augustin kann den Dichtern sogar das Recht zuerkennen, Zitat, Sachverhalte der Vernunft nach Belieben in Lügenbildern der Fantasie darzustellen, also eine Lizenz zum Lügen zu erteilen. Etwas vorsichtiger akzentuiert Lactanz, frühes 4. Jahrhundert, nicht dies ist Dichterart so zu erfinden, dass man alles erlügt, sondern dass man das, was sich abgespielt hat, durch eine Abbildung, sozusagen durch eine Art verschiedenfarbige Umhüllung verschleiert. Dieses Maß hat dichterische Freiheit. Nicht das Ganze zu erfinden, das wäre Zeichen eines Lügners, eines Albernen, sondern einen gewissen Teil mit Vernunft zu verhüllen. Also das etwas Ähnliches zu tun, wie wir es vorhin bei Synesius von Kyrene gehört haben. Wie man also mythologische Begriffe in der Bibel recht interpretieren soll, so kann und muss man auch die Mythen selbst daraufhin überprüfen, ob in ihnen nicht etwas Vernünftiges, ja Göttliches, sub contrario, gelehrt werde. Das erfordert die Kunst der Interpretation. Und diese lernten die Christen bei aller Kritik an paganen Bildungsinstitutionen gemeinsam mit den Heiden auf der Schulbank des Grammatikers. Wir haben bisher die antiken Christen als Kritiker und als Rezipienten von Mythen kennengelernt, wobei die Kritik überwiegt und die Verwendung von Mythen, von mythischer Sprache, mythischen Motiven gerechtfertigt werden muss. Neben die antiken Christen, so möchte ich im dritten und letzten großen Schritt fragen, den Mythos im Singular für die Gewinnung von Identität und Orientierung in Anspruch. Das Fehlen des Begriffs Mythos in konstruktiver Hinsicht auf das Christentum lässt einen negativen Befund vermuten. Mythologen wollten die christlichen Schriftsteller nicht sein. Übrigens auch keine Theologen. Denn die Theologoi waren ja gerade die Mythendichter, die von den Göttern im Plural redeten. Homer, Hesiod und Orpheus waren solche Theologen. Und noch der Neuplatoniker Damasius, frühes 6. Jahrhundert, bezeichnete Orpheus als Hortheologos, der Theologe. Ein Titel, den in der christlichen Tradition dann ausgerechnet Gregor von Nazianz erhielt, der uns als scharfer Mythenkritiker begegnet ist. Gleichwohl hat der Umgang mit Mythen für die christliche Theologie in ihren Anfängen entscheidende Bedeutung gehabt. Man musste ja nicht nur griechische Mythen interpretieren, sondern vor allem die Bibel. Und für die galt dasselbe wie Homer. Heraklit konstatierte, hätte Homer seine Mythen wörtlich gemeint, wäre er gottlos. Würde man sie wörtlich nehmen, ohne ihre mythologischen und wunderhaften Erzählungen, also der Ilias und der Odyssee, auf ihren Wahrheitskern zu befragen, dann gelangte man nicht zu Frömmigkeit und Glauben, sondern zu abergläubischer Götterfurcht, so der Geograph Strabon. Und ihm assistierte nur wenig später der Philosoph und Priester Plutarch, von der Rede von Gott sei jede widergesetzliche und barbarische Meinung fernzuhalten. Man müsse die mythische in eine philosophische Redeweise überführen, in den Prepes Logos, die gottgemäße Sprache. Das angemessene Verständnis, also der klassischen Texte, erschließe sich auf dem Weg der Allegorese, der Suche nach einem tieferen Sinn hinter anthropomorphen oder ethisch anstößigen Redeweisen von Gott und Göttern. Dieses Verfahren verwendete auch das hellenistische Judentum zur Auslegung der ins Griechische übersetzten Bibel. Zu glauben, dass Gott wörtlich einen Garten gepflanzt habe, Genesis 2,8, nannte Philo von Alexandrien eine Gottlosigkeit. Flavius Josephus, theologisch etwas unbedarfter, meinte zwar, Mose habe die Tora von der schändlichen Mythologie ferngehalten, doch mit solchen Behauptungen ließen sich die anstößigen Gottesaussagen nicht wegdiskutieren. An diese Methode knüpften christliche Bibelausleger an. Auch sie mussten ja in ihrer heiligen Schrift, zunächst einmal nur dem Alten Testament, menschliche Handlungsweisen oder Gemütsbewegungen Gottes erklären.
Die Gnosis hatte zur Rettung der Transzendenz Gottes einen Dualismus von gutem Erlöser und schlechtem Schöpfergott eingeführt. Und über diesen schlechten Schöpfergott konnte man dann alles Mögliche in anthropomorpher Weise sagen. Augustin, der bei den Manichäern 9 Jahre lang unter dem Einfluss eines solchen Dualismus gestanden hatte, bekennt, dass sich ihm durch die allegorische Exegese des Ambrosius, Zitat, des öfteren Rätsel lösten, die mir nach den Buchstaben aufgefasst tödlich geworden waren. Die Regel für eine gottgemäße Lektüre der Heiligen Schrift ist einfach und biblisch. Der Buchstabe tötet, der Geist ist, der lebendig macht. 2. Korinther 3, Vers 6. Für Augustin ergab sich ein vollkommen neues Bild der Bibel, wenn Ambrosius, wie er sagt, von Stellen, wo sich dem Buchstaben nach ein übler Sinn ergab, den geheimnishaften Schleier wegzog und ihren geistlichen Sinn erschloss. Augustin machte daraus in seiner Hauptschrift De Doctrina Christiana eine konzise Regel. Alles, was in der Bibel im wörtlichen Sinn weder auf die Lauterkeit der Sitten noch auf die Wahrheit des Glaubens bezogen werden kann, muss allegorisch ausgelegt werden. Das ist, wie bei den Schriften Homers, kein Defizit der Bibel, sondern vielmehr Zeichen der göttlichen Vorsehung. Schon Origenes, erste Hälfte des 3. Jahrhunderts, der als erster christlicher Theologe Prinzipien der Schriftauslegung systematisch reflektierte, stellte fest, Gott habe durch den Logos Christus die unaussprechlichen Geheimnisse über die Geschicke der Menschen bekannt machen wollen. Für diejenigen Menschen, die den tieferen Sinn der Schrift nicht sogleich erfassen könnten, habe er aber auch die Hülle des Geistlichen, nämlich, wie er sagt, das Leibliche an der Schrift, zu etwas Nützlichem gemacht, damit alle Menschen davon profitieren könnten. Man muss die Schrift also nicht allegorisch lesen. Sie gibt jedenfalls meistens auch wörtlich gelesen Sinn. Man kann es aber. Und die Christen sollen im Rahmen ihrer Möglichkeit dann auch zu dieser geistlichen Lektüre vordringen. Weder bei Origenes noch bei Augustin ist explizit die Rede davon, dass man mythische Texte auslege. Doch lasen christliche Theologen die Bibel de facto wie die Hellenen ihren Homer, das heißt wie einen Mythos. Allerdings erübrigte das nicht den Streit um die richtige geistliche Sicht der Dinge, denn natürlich beriefen sich auch die Gnostiker auf den geistlichen Sinn der Schrift. Nötig war demnach ein materiales Kriterium und das war der Nutzen für die Hörer. Also wer braucht einen Mythos, was nutzt uns? Das betonten die Christen wie Origenes, Gregor von Nyssa und Augustin. Allerdings findet sich das Kriterium des Nutzens auch schon bei den Heiden, bei dem oben erwähnten Julian oder etwas früher bei Dion von Prusa. Vom Nutzen des Mythos war nun aber auch schon in der eingangs zitierten Definition von Mythos die Rede. Der Mythos konstituiere hiernach Identität, kulturelle Einheit und ethische Werte. Wo und wie wurde im spätantiken Christentum diese Aufgabe des Mythos wahrgenommen? Etwas präziser möchte ich mit dem Heidelberger Neutestamentler Gerd Theissen Mythen als, Zitat, Erzählungen aus einer für die Welt entscheidenden Zeit verstehen, in denen übernatürliche Handlungsträger einen instabilen Zustand in einen stabilen Zustand überführen. Also Erzählungen aus einer Vorzeit, in der Handlungsträger, die in irgendeiner Weise mit dem Göttlichen in privilegierter Partnerschaft stehen, die Welt aus einer schwierigen, bedrohlichen, unüberschaubaren Situation zurück zu einer Harmonie, wenn man so will, vom Chaos zum Kosmos führen. In dieser funktionalen Perspektive kann man dann durchaus von einem Christus-Mythos sprechen. Der menschgewordene Logos stellt ja das durch die Sünde verlorene Miteinander von Gott und Mensch wieder her und stiftet die Kirche als Gemeinschaft der Heiligen, in der die Erinnerung an das Christusgeschehen Identität konstituiert und wo sich ethische Normen aus der Nachfolge Christi ergeben. Freilich mit einer Einschränkung. Die Stabilität der Welt ist durch das Christusereignis grundsätzlich wiederhergestellt. In der Perspektive des einzelnen Menschen ist und bleibt sie aber zugleich prekär. Der Mythos ist nach der Himmelfahrt Christi in individueller Hinsicht sozusagen wieder offen. Ich meine damit, dass die unverdiente Heiligung des sündigen Menschen durch das Christusgeschehen, die geschenkte Gnade, nach der Auffassung der allermeisten Theologen der alten Kirche durch die individuelle Heiligung des Menschen bewährt werden muss. Die Welt ist ein für alle Mal gerettet, aber bin auch ich gerettet? Es gibt ja auch ein jüngstes Gericht,
Und an diesem jüngsten Tag wird Christus selbst beurteilen, wer diese geschenkte Gnade dann auch in seinem Leben bewährt hat. Es ist jetzt nicht meine Frage, ob das eine reformatorische Auffassung ist, sondern eine Frage, wie die antiken Christen ihren Mythos verstanden und fortgeschrieben haben. Denn das bedeutet, Identitätsstiftung und Wertsetzung geschieht im frühen und auch im etwas späteren Christentum nicht nur durch den Blick auf die Vergangenheit, sondern auch im Blick auf die Zukunft in eschatologischer Perspektive, im Blick auf das Eschaton, die letzten Dinge. So ist der Mythos nicht nur ein Modus der Erinnerung, sondern auch der Deutung der Gegenwart im Licht der Zukunft. Und das bedingt den spezifischen Gegenwartsbezug des christlichen Glaubens. Wenn Erlösung erinnert und zugleich erwartet wird, ist die Gegenwart der Ort der Bewährung dieser Erwartung. Wenn ich darauf hoffe, dass das, was ein für alle Mal geschehen ist, auch für mich eintreten wird, muss ich jetzt und hier darauf hinarbeiten, sofern es mir möglich ist, dass das auch geschieht. Der einzelne Christ, die einzelne Christin müssen in der Hoffnung auf Christus, müssen ihre Hoffnung auf Christus in den Anfechtungen der Jetztzeit prüfen lassen. Das erinnert an apokalyptische Denkmuster, an Endzeitkampfmythen, wie wir sie aus der alt- und zwischentestamentarischen Literatur kennen und auch aus der Offenbarung des Johannes. Nur, dass die Endzeit sich für das antike Christentum immer länger ausdehnte. Der Herr kam einfach nicht. Dass aber nicht vorschnell Normalität einkehrte, dafür sorgten schon die sporadischen und seit dem 3. Jahrhundert verstärkt wiederkehrenden Christenverfolgungen. In denen kamen Christen zu Tode. Die, die in besonders vorbildlicher Weise zu Tode gebracht wurden, beziehungsweise andersrum gesagt, sich in dieser Situation vorbildlich verhielten, nannte man die Märtyrer, die Zeugen, die Blutzeugen Christi. Und diese Märtyrer und Märtyrerinnen, das möchte ich als These hier in den Raum stellen, waren die mythischen Helden der Gegenwart der Christen. Diese Christen und Christinnen, die aufgrund ihres Glaubens zum Tode verurteilt wurden und diesen Tod bereitwillig auf sich nahmen, machten den Christusmythos. Das Leiden und Sterben Christi und seine Auferstehung und Himmelfahrt als einen Zusammenhang an ihrem Leib erfahrbar. Sie litten für Christus, heißt es, zum Teil in sinnfälliger Nachahmung des Todes Christi am Kreuz. Und eine solche Imitatio Christi war in einer Zeit, wo es längst keine Frauen in kirchlichen Ämtern mehr gab, wenn es denn je welche gegeben hatte, eine solche Imitatio Christi war auch Frauen möglich. Wie der Bericht über die Kreuzigung einer Märtyrerin um 177 in Lyon zeigt. Blandina wurde an einem Pfahl aufgehängt und sollte den auf sie losgelassenen wilden Tieren zur Speise dienen. Dadurch, dass die Angebundene in ihrem inbrünstigen Gebet die Kreuzesform zeigte, flößte sie den Kämpfern großen Mut ein. Denn in ihrem Kampf schauten sie so mit ihren fleischlichen Augen in der Schwester den, der für sie gekreuzigt worden war. Aber nicht nur litten Märtyrerinnen und Märtyrer für Christus, Christus litt mit ihnen und in ihnen, so heißt es in vielen Märtyrertexten. Er stärkte sie gegen die Versuchung des Teufels, den leichteren Weg der Abkehr vom Glauben zu wählen. Der prinzipielle, der ein für alle Mal gekämpfte Kampf Christi gegen den Teufel wurde von den Märtyrern an ihrem Ort und zu ihrer Zeit noch einmal gekämpft. Und ihnen winkte dabei, wie Christus, die sofortige Aufnahme in den Himmel. Während sich für die anderen Christen allmählich seit dem 3. Jahrhundert die Idee eines Zwischenzustandes, also eines Aufenthaltsortes vor dem jüngsten Gericht, entwickelte, kamen die Märtyrer sofort ins Paradies. Die Märtyrer waren insofern die spezifisch christlichen Ausnahmemenschen, keine strahlenden Heroen, sondern, wie ihr Vorbild, gebrochene Helden. Durch ihren Tod ahmten sie Christus nach, sein Leiden ebenso wie seinen Kampf gegen den Teufel, gegen diesen Teufel, der gegen Christus und die Christen wütete. Im Martyrium ereignete sich also im Erfolgsfall leibhaftig ein weiteres Mal der Sieg Christi über den Teufel. Das Vertrauen auf Christus erwuchs aus diesem ein für alle Mal errungenen Sieg. Der Mythos hatte in diesem Sinne universale Gültigkeit. Der Nutzen des Mythos lag aber darin, dass der Einzelne diesen Sieg über den Teufel individuell nachvollziehen konnte und sollte, mitsamt dem Risiko des Scheiterns. Man muss also einerseits zwischen dem im Neuen Testament einmal erzählten Christusmythos und den zahlreichen Aktualisierungen dieses Mythos durch die Märtyrer unterscheiden. Die Märtyrerliteratur erzählt naturgemäß von Siegen, nicht von Scheitern, aber macht aber deutlich, dass solche Erfolge nicht Selbstverständliches sind,
und gerade deshalb im Märtyrer gedenken, von denen gefeiert werden konnten, die nicht in die Situation kamen, ihren Glauben auf diese Weise unter Beweis zu stellen. Reale Christen sind also die gegenwärtigen Akteure des mythischen Endkampfes mit dem Teufel, als dessen Agenten die römischen Behörden fungieren. In der liturgischen und literarischen Erinnerung werden sie zu Prototypen oder Leitbildern des wahrhaft Christlichen. Wie man Christus unter den Bedingungen der Gegenwart nachahmen kann, das erzählt der christliche Märtyrermythos. In ethischer Hinsicht schließt er hier an das traditionelle philosophische Ideal der Gottgleichheit, der Homoiosis Theo, an, das Seneca so formuliert hat: Du willst die Götter versöhnen? Gut tust du daran. Hinreichend ehrt der die Götter, der sie nachahmt. Was Nachahmung Christi, Mimesis Christu, bedeutete, musste nun allerdings neu definiert werden, als die Zeit der Verfolgung im 4. Jahrhundert endete. Es war nicht mehr so einfach, Märtyrer zu werden. Der Märtyrermythos erfuhr eine Transformation, aus der die Heiligen und besonders die Asketen als neue Leitbilder der Christus-Nachahmung hervorgingen. Wie Antonius in der Wüste den Nachstellungen der Dämonen mutig entgegentrat und den Kampf gegen den Teufel und seine Versuchungen mit Christi Beistand führte. Oder wie Martin von Tours, St. Martin, gegen dämonischen und menschlichen, gelegentlich auch bischöflichen Widerstand Gallien missionierte. Das waren neue Versionen des Mythos vom Sieg Christi über den Teufel. Und dadurch wurden Identität und Orientierung gestiftet. An Märtyrern und eben auch an Heiligen ließ sich ablesen, was Christsein gegenwärtig bedeutete. Wo solche Christusimitation nicht erkennbar gelebt wurde, musste man im Gegenzug damit rechnen, dass das Christentum selbst nur noch als ein leerer Mythos erscheinen würde. So wörtlich Johannes Chrysostomus im Blick auf seine frömmigkeitspraktisch etwas laue Gemeinde in Antiochien. Die oben zitierte Definition von Theissen, der Mythos inszeniere den Übergang von einem instabilen zu einem stabilen Zustand der Welt, trifft meines Erachtens die Logik antiker Heiligenviten. Die Wüstenväterliteratur domestizierte die Dämonen, deren Nachstellungen dann zwar lästig, aber für den wahren Christen harmlos waren. Antonius erreicht ungefähr nach der Hälfte seiner Vita einen relativ routinierten Umgang mit den Dämonen, die ihm nichts mehr anhaben können und eigentlich nur noch seine Besucher furchtbar erschrecken. Die Vita des Severin von Noricum, ganz andere Baustelle, zeichnete die Vertreibung der römischen Bevölkerung aus dem Donauraum im späten 5. Jahrhundert in den großen, übergreifenden Heilsplan Gottes ein, dessen Protagonist der Heilige war. Chaos, Überfall der Barbaren, wird zu Kosmos. Gott führt sein Volk in eine neue Heimat. Und die Vita der Genoveva von Paris, Mitte des 5. Jahrhunderts, macht deutlich, wie auch eine Frau eine zentrale Rolle bei der Bewältigung der Nöte der Völkerwanderungszeit spielen konnte, indem sie den Bau der Kirche des Dionysos initiierte, Saint-Denis später, und Paris durch ihr Gebet vor der Plünderung durch die Hunnen bewahrte, was übrigens für Rom Papst Leo I. auf weitaus weniger mythologische Weise, nämlich durch Verhandlungen, erreichte. Solche Beispiele sollten die Gläubigen anspornen, trotz aller Widrigkeiten der Gegenwart nach Möglichkeit die Heiligen und damit letztlich Christus nachzuahmen. Und dies in der eschatologischen Gewissheit, dass der Teufel bereits besiegt war. Auch ich komme zu den letzten Dingen, zu einem sehr kurzen Fazit. Wie steht es nun um die Bedeutung des Mythos für die Erforschung des antiken Christentums? Jonathan Smith hat gewiss darin recht, dass die Ausklammerung dieser Kategorie der Binnenlogik christlicher Theologie in der Antike nicht hinreichend Rechnung trägt. So oft christliche Theologen auch betonten, dass das Mythische den Heiden gehöre und das, was diese richtig erkannt hätten, nicht mythisch, sondern christlichen Ursprungs sei, so deutlich ist doch, dass die Christen sich nicht nur exegetischer Methoden bedienten, die für die Interpretation des Mythos entwickelt worden waren, sondern dass sie sich ihrer Identität auch in einer Form versicherten, die mythische Erzählmuster reproduziert. Von heiligen Leben als Mythos zu sprechen, ist ungewöhnlich. Es entspricht jedenfalls nicht der Sprache der Quellen und dem Selbstverständnis der Autoren, die antike Mythen von der Heilsgeschichte Christi strikt unterscheiden. Und das Problem, wie sich Mythos und Geschichte verhalten, ist eines, das ich hier nur erwähnen, aber keineswegs lösen kann. Selbst wenn ich es wollte, könnte ich es noch nicht. Daran geht die Arbeit weiter.
Es scheint mir aber auf jeden Fall legitim und geboten zu sein, sich von der Optik der antiken christlichen Autoren ein Stück weit zu lösen und zu fragen, wie und wo die Funktion des Mythos im christlichen Binnendiskurs wahrgenommen wurde. Und sie wurde es meiner Meinung nach durch die Märtyrer- und Heiligentexte. Wenn sich dabei herausstellt, dass christliche Autoren sich erheblich enger an traditioneller Mythenkritik und Interpretation orientierten, als sie selbst zugeben wollten, dann entspricht es nur der Einsicht der jüngeren Forschung, dass in den Bereichen von Bildung, Literatur und Kultur die Schnittmengen sehr viel größer sind, als dass die Zeitgenossen christlicher und nichtchristlicher Provenienz sich und uns eingestehen wollen. Gregor von Nazianz hat insofern Unrecht. Nicht nur Flüchtlinge, auch und gerade Mutige sollten die Arbeit am Mythos und nicht zuletzt hier in Göttingen in Angriff nehmen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus